Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und heute schauen wir uns mal genauer an, was Katharina Devon mit ihrer mystischen Teufelsfrucht der Hund-Hund-Frucht Modell Neunschwänzige Fuchs so alles anstellen könnte. Dazu schauen wir uns den Neunschwänzigen Fuchs und seine Fähigkeiten in der japanischen Mythologie an. Los geht's! In der japanischen Mythologie ist wohl die bekannteste Fähigkeit des Neunschwänzigen Fuchses das Shapeshifting. Er kann sich in andere Personen verwandeln. Dies hat Katharina Devon ja auch schon im Manga gezeigt, als sie sich im letzten Kapitel in Absalom verwandelte. Eine weitere Fähigkeit, die dem Kitsune, wie er auch genannt wird, zugesagt ist, sind die Illusionen. So kann dieser ganze Städte aus Illusionen erschaffen und lockt so seine Beute an. Wenn Katharina dies könnte, wäre es extrem geil für einen Kampf. Illusionen sind eine starke Fähigkeit und im Grunde ist dabei alles möglich, was man sich vorstellen kann. Sie kann den Kampfort so gestalten, wie sie es möchte, oder den Gegner psychisch damit komplett fertig machen. Eine weitere Fähigkeit des Kitsune ist das in Besitz nehmen eines Menschen. Ein Kitsune kann einen ganzen Menschen übernehmen und ihn so dazu zwingen zu tun, was er möchte. Auch dies wäre eine extrem geile Fähigkeit, wenn Katharina dies beherrschen würde. Vor allem wäre dies aber auch eine interessante Fähigkeit für Blackbeard, da so die Möglichkeit bestünde, selbst die Weltregierung zu infiltrieren. Dies könnte auch erklären, wie Blackbeard es möglich ist, Informationen aus Wano Kuni oder der Reverie zu bekommen. Ganz einfach, indem Katharina Devon irgendwelche Leute von dort in Besitz genommen hat. Des Weiteren kennen wir alle das Fuchsfeuer. Kleine leuchtende Kugeln, die der Kitsune aus seinem Schwanz oder Mund kommen lässt. In der Mythologie leuchten die nur und sind somit eher ungefährlich für den Menschen. Diese könnten den Gegner vielleicht höchstens irritieren. Es wäre aber durchaus möglich, dass Oda hier mehr rausholt und daraus wirklich kleine Feuerkugeln macht, die Devon auf ihre Gegner werfen kann. Zudem wird auch gesagt, dass der Kitsune Blitze hervorrufen kann. Da wäre zum Beispiel eine Gegenfähigkeit die Wolke Zeus, die zufälligerweise im Besitz ist von Nami. Oder auch Prometheus gegen das Fuchsfeuer, falls Nami auch irgendwann im Besitz von Prometheus sein sollte. Nur mal so am Rande. Kitsunes können auch in Träumen auftauchen, doch diese Fähigkeit wird, denke ich, in One Piece nicht auftauchen, sowie dass Kitsunes sich unsichtbar machen können. Denn diese Fähigkeit hat jetzt nun bereits Shiryu und wir brauchen sie bestimmt nicht zweimal. Zudem wird gesagt, Kitsunes könnten Raum und Zeit beeinflussen, aber ich denke, das wäre viel zu overpowered, selbst für One Piece. Eine weitere interessante Sache ist, dass Kitsunes von der Essenz der Menschen leben und diese wird durch Sex angezapft. Was, wenn Devon die hübschen Mädchen, die sie tötet, erstmal bezirzt und sie zu sexuellen Handlungen bringt, um Kraft zu tanken oder stärker zu werden? Vielleicht hatte sie deshalb so viele Groupies im letzten Kapitel. Und ja, ich will darauf hinaus, Katharina Devon ist möglicherweise homosexuell. Oh nein, was für eine Debatte ich hier jetzt wohl anstoße. Eine Möglichkeit, Devon zu besiegen, wird uns in der Mythologie auch geliefert. Und zwar besitzen Kitsunes ein sogenanntes Hoshinotama, ein Juwel oder eine Kugel, die sie mit sich herumtragen. Wenn diese geklaut werden und der Kitsune zu lange nicht mehr im Besitz dessen ist, verliert er seine Kraft und stirbt. Das Ganze bringt mich zu dem Schluss, dass Nami die Gegnerin für Katharina Devon wird. Mit Zeus könnte sie mögliche Blitze countern. Als Diebin kann sie das Hoshinotama klauen und auch Nami beherrscht Illusionen und kann Feuer beschwören. Naja, zumindest kleine Feuerbällchen. Was haltet ihr von den vorgeschlagenen Fertigkeiten? Oder wisst ihr noch etwas, was Kitsunes können, was ich nun übersehen habe? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Abonnement und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und haut rein. Ciao.